like, subscribe and share. Love Nature. Hallo, heute möchte ich euch die Raupen des kleinen Frostspanners vorstellen. Diese bis zu 3 cm großen Raupen sind ab April, Mai ganz besonders auf Obstbäumen zu finden, wie hier auch gut zu sehen auf einem Apfelblatt. Dort bleiben sie bis Ende Juni und fressen sich kugelrund. Dann seilen sie sich ab, um sich in der Erde zu verpuppen. Diese Verpuppung dauert bis ca. Mitte Oktober. Man sagt, nach dem ersten Frost erwachen sie. Die Männchen fliegen umher und die Weibchen klettern den Baum hinauf, denn sie sind flugunfähig, denn sie haben nur kleine verkümmerte Flügel. Nach der Paarung legt das Weibchen ca. 200 bis 300 Eier am Baum ab. Wenn man im Winter ganz genau hinschaut, kann man die leicht orangen Eier an der Rinde finden. Dort überwintern die Eier dann auch, bis schließlich im April, Mai die neue Generation schlüpft. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Like, subscribe and share. Love Nature.